zu einem neuen Video, endlich mal wieder. Ja, eine kleine Runde auf dem Rennrad draußen. Oh, viel mehr ist im Moment nicht, wie die letzten Tage aussahen, erzähle ich euch, wenn ich wieder zurück zu Hause bin. Der Trainingstag für heute ist beendet, die Trainingswoche ist beendet, das war eine Stunde 40 jetzt auf dem Rad. Es war deutlich frischer als die letzten zwei Tage, wo ich jeweils auf der Rolle gefahren bin. Heute draußen, hat Spaß gemacht hier in der Fränkischen Schweiz, Straßen sind leer. Und ja, bin jetzt dann nochmal 8 Kilometer gekoppelt gelaufen, 3,51 Pace war es jetzt, Puls 157 im Schnitt. Also da geht bei mir auch so eine Tendenz nach unten, würde ich sagen. Ja, ansonsten ist es bei mir so wie bei wahrscheinlich den meisten von euch auch, das Training ist so ein bisschen auf Formerhalt ausgelegt erstmal und man wartet jetzt die nächsten Wochen ab, wie sich die ganze Situation entwickelt, ob es vielleicht noch kleinere lokale Wettkämpfe gibt am Ende des Jahres. Ich persönlich glaube jetzt im Moment nicht daran, dass große Veranstaltungen noch stattfinden werden. Genau, aber das ist natürlich alles nur Spekulation. Wir wissen es einfach nicht. Ich muss aber sagen, nach ja, so einer Woche ein bisschen Durchhänger ist bei mir persönlich jetzt die Motivation auch eigentlich wieder ganz gut. Ich finde es schön, dass wir noch rausgehen können zum Trainieren alleine. Gerade jetzt, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser wird, macht es einfach wahnsinnig Spaß. Gestern dann noch in der Dämmerung in den Wald gelaufen und ja, war einfach schöne Stimmung, trotz der ganzen Situation, die einen doch dann teilweise ein bisschen runterziehen kann. Ja. An der Stelle hoffe ich, dass es euch soweit gut geht, ihr noch nicht am Durchdrehen seid und ansonsten ja irgendwie versucht optimistisch zu bleiben. Bei mir funktioniert das dann meistens mit Humor, da irgendwie, ja, wenn man mal irgendwie in so einer Schleife von dunklen Gedanken hängt, wieder rauszukommen. Ja, und jetzt gibt es erstmal nicht viel weiter zu sagen. Ne? Ich meine, die ganzen Trainings. Die ganzen Wettkampfpläne sind natürlich auch erstmal über Bord geworfen. Ich habe das Schwimmen durch Zugseiltraining ersetzt, wie die ganze Triathlon-Welt eben auch. Mache ein paar mehr Klimmzüge und als üblich, klar, auch Krafttraining fällt irgendwie weg, zumindest mit schweren Gewichten. Also kein Maximalkrafttraining, solche Sachen fallen auch raus. Ja, ist natürlich alles so ein bisschen eine Anpassungsfrage jetzt auch. Aber im Großen und Ganzen muss man doch sagen, dass das also andere Leute haben mehr Schmerz, Probleme und so, ne? Und sich darüber Gedanken zu machen, wie man jetzt das Training gestaltet, ist natürlich ein sehr, sehr kleines Übel. Würde ich mal sagen. Ich glaube, das darf man bei der ganzen Sache immer nicht vergessen. So, jetzt gibt es noch ein Video, im Prinzip ein Vlog im Vlog von vor mittlerweile, glaube ich, 2 Wochen, aber ich bin die letzte Zeit einfach nicht dazu gekommen, Video hochzuladen. Der Coach hat grünes Licht gegeben für ein Swift-Rennen nächste Woche. Ich weiß noch nicht, an welchem Tag, aber ich denke, wenn sie es irgendwie möglich lässt, dann werden wir das einbauen und ich werde es auch streamen. Und ja, bin gespannt, vielleicht sehe ich den einen oder anderen auch an der Startlinie. Ich werde es auf jeden Fall bei Instagram dann posten oder eben vielleicht auch hier auf YouTube posten. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß beim Video. Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Morgen war ich schon laufen und ein bisschen Krafttraining, Rumpfstabi gemacht. Das Video aufgenommen, was ihr Anfang der Woche gesehen habt. Und jetzt bin ich nur noch als Coach unterwegs, weil die anderen hier am Kanal Minutenläufe machen müssen. Stadion hat zu, Krafträume haben zu. Also muss man irgendwie schauen, dass man das Beste draus macht. Wir haben auch gesagt, es ist jedem irgendwie frei zu kommen oder nicht zu kommen. Wir sind sehr vorsichtig, halten viel Abstand und ja, machen das Beste irgendwie aus der Situation. Ja, doppelt fies ist ja irgendwie, dass das Wetter jetzt auch wirklich langsam richtig gut wird. Aber gibt jetzt irgendwie Wichtigeres. Hier
Regattaturm. Auf dem Kanal ist immer Anfang Juni Ruderregatta. Und hier ist wirklich, es ist flach, kann man so sagen. Habe ich selber hier noch nie gemacht, weil wir dann doch irgendwie oft im Stadtpark waren, wo man kleine schöne Runden laufen kann oder eben im Stadion. Aber Not macht erfinderisch. Eigentlich mal ganz cool, auch andere Laufspots auszuprobieren, die man sonst nicht so findet. Einige von euch haben mich gefragt, warte mal, glaubt man sowas eigentlich noch heutzutage, wenn man sagt, einige Leute haben mich gefragt. Viele Leute haben mich gefragt, Felix, mit was putzt du dir die Zähne? Werde ich euch jetzt nicht verraten. Aber, also einige Leute haben mich tatsächlich gefragt, Felix, wie machst du es jetzt? Die Stimmung ist irgendwie raus, Wettkämpfe finden nicht statt, Training aufhören, was machen? Leute, es ist eine schwere Sache. Also eine mittelschwere Sache. Erstens, eigentlich muss man auch den Sport machen. Oder sollte man auch den Sport machen, auch weil dann die Bewegung Spaß macht. Also ich muss selber zugeben, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Wettkämpfe macht. Ich mache mir zwar vorher auch echt viel in die Hosen, aber das ist schon ein sehr großer Teil meiner Motivation, mich im Training zu schinden. Und dementsprechend fällt es mir auch schwer, muss ich auch zugeben, wenn kein großes Ziel da ist, dann irgendwie rauszugehen und richtig hart zu ballern und mich trotzdem zu bewegen. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und genauso, glaube ich, solltet ihr es auch haben. So werden wir es auch handhaben. Viele Leute hier aus der Trainingsgruppe, die haben Zehner gemacht. Einige sind eben so ein bisschen angeschlagen. Für die ist es jetzt natürlich ein bisschen entspannter, weil sie nicht so hektisch jetzt wieder reinkommen müssen und möglichst schnell die Form irgendwie herbeizaubern. Von daher ist das auf jeden Fall schon mal gut. Ansonsten einfach, Leute, genießt die Bewegung, solange wir noch raus dürfen. Ansonsten heißt halt irgendwie Rolle fahren auf dem Balkon oder halt dann zur Not mal wirklich ein paar Tage gar nichts machen. Ist natürlich auch irgendwie blöd, aber gibt, glaube ich, jetzt Schlimmeres. Abstand halten, ne? Abstand halten, geh da rüber. Und einer müsste auf die andere Seite für die Schwunggymnastik gehen. Ich habe ein neues Objektiv, ich kann hier bleiben und ihr seid alle drauf. Erik, geh weg. Erik. Du hast uns hier eingeladen. Ich habe gesagt, es ist freiwillig. Habe ich auch im Video schon gesagt. Was im Video steht, stimmt. Ja. Ich habe gestern auch das große gekauft. Ich das ist ja auch wahrscheinlich so. Was hast du gekauft? Jetzt sind wir ja lange eher so ein Mischpult, neues. Ein Mischpult? Mhm. Für die sicken Beats? Nee, für die smoothen Pads. Oh yeah. Ich dachte, wir machen jetzt einen mega coolen so Handshake hier, weißt du, wie man es heutzutage macht. Beide Seiten, oder? Ach so. Mach mal beide so Seiten. Ja, gibt's so. Ja, aber glatt. Also macht ihr das. Ach so, okay. Hier. Aber das geht nicht. Doch. Na, haut auf die Fresse. Nicht gleichzeitig. Ja, toll. Ja. Sick. Jan. Servus. Kommt da noch was? Kann man da noch was erwarten? Also Stöpsel im Ohr. Das sind die Leute, ne? Hätte jetzt berühmt werden können. Aber nein. Stöpsel im Ohr, wieder eine Hollywood-Karriere vorbei. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Also in die Richtung geht es halt weiter. Ja. Krass, wie viele los ist, ne? Ich laufe fünfmal in die Richtung. Ich laufe in die und dann einmal da. Ich mache hier die einmal vier einfach nach da und dann mache ich die anderen vier zurück. Ja, wenn es reicht, weil das sind also ab hier bis zum Wald da hinten sind es nur 2 Kilometer. Ja, dann mache ich das da lang. Ja. Achtung, mach mal Platz. 6 jetzt.